1.162,9. Also das bin ich wirklich gespannt auf die Endzeiten. Das ist momentan die Startnummer 605. Jonas Steinbrenner ist auf der Piste. Seit 2014 einsetzt, zuvor war er für den Verein. 515, das sind also die, die wir besonders im Auge haben sollten. Steffen Hofmann, ein bisschen langsam in der Startzeit, aber schneller im ersten Sektor. Wertung nach vorne zukommen. An der Mosel, dessen Hobby es ist zu arbeiten, der aber auch sportlich orientiert ist. 1.11.44 für ihn. Frank Lohmann gestartet, der gelernte von 20 für den Stefan Winkler. Das ist Frank Lohmann mit 1.06.00 und 1.06.00. Frank Lohmann die 4.000. Sekunde. Kristall auf dem Motocross A mit der Startnummer 300 auch. René Kristall 1.15.32. Corinne Flug auf dem Toyota Corolla. Es geht bei uns weiter. Lisbeth Busser, Jürgen Klaas ist jetzt auf der Abitur. Fast 2 Sekunden. Und Volker Stoll, ja. 1.13.10. 1.13.10. Bert Schmitz im Ziel im Opel Astra. Ja, da fallen die Zeiten unter 1.10. 1.09.70 für Herbert Schmitz. 1.08.70 für Christoph. Das Goldbach und Kevin Veit, Gang Nummer 1 und hat das auch wieder top platziert in der Rückgewertung. Da haben wir das weiterhin gute Dienste verrichtet, der Motor seines Peugeot 16 Ventilers, der auch Lilly genau auch auf den übrigen Nordschleife unterwegs ist, der Sportkommissar vor allem vom Radsport hat, dann auch wird, der gleich starten wird. Wolfi Glas, also die letzte Zielerkonferenz mit 5.33. Schulte war Andy Heinrichs Position. 47 Diesel. Thomas Nummer 7 über die Leitplanke gegangen. Mario Milchberger hat das Auto aufgekauft, hat in jahrelanger Arbeit wieder aufgebaut. Präsentiert sich jetzt hier einen absoluten Top-Zahl, sondern auf der Rundstrecke. Und wir haben die Zeit für Nino Minut mit 1.07.39 Alexander Wirth, 1.05.33 Kadett Limousine Wurstbanz, Oblast Kona. Ja, und es werden tolle Geschwindigkeiten gefahren. Und Antonius Kubi Arme Banz zum Beispiel 176,7, 110 durchsetzen wird, noch wird der Schlaf in der Wurstbanz ist wohl angekommen. 1.01.53, also der hat hier auch Josef Pepi Koch, Marcel Gab, Michael Weber sind unterwegs, Marcel Gab, der Audi 80 Quattro und dieser Audi auch an der Spitze vor Günther Göser. 202 für Günther Göser, 202-29, 38 unterwegs, Stefan Hetzenauer, Felix Peiler. Dann der Porsche 997 GT2, Escort Cosworth, dritte Position von ihm in der Klasse. Das ist nicht